Cut. Hallo und herzlich willkommen bei CKTV. Heute das erste selbst erstellte Video für euch und ich hoffe, es wird richtig, richtig geil. Und wir starten gleich mit einem neuen Projekt durch und zwar wird das heißen, das erste Mal. Das nennt man sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ja, hört sich so cringe an, aber scheiß drauf, wir ziehen es durch. Und heute starten wir natürlich dann das erste Mal auf YouTube. Was wären meine Tipps, Empfehlungen, Tricks, was auch immer. Das wird auch mein Urgent-Video, wenn ich mal verloren gehe in Welten des Influencer-Lebens und ich Milliardär bin. Dann werde ich dieses Video anschauen und denken, vielleicht sollte ich mal wieder zurückrudern und bescheiden werden. Bist du dumm? Okay, und wir kommen gleich zum ersten Tipp. Wow, was für ein großer Finger. Sei du selbst. Es ist ganz wichtig, dass du dich nicht verstellst in einer sehr krassen Form. Wenn du schüchtern bist, bleib schüchtern auf eine deiner angepassten Weise. Es ist wichtig, dass du einfach nicht komplett ein hyperaktiver Mensch bist, obwohl du schüchtern bist. Das funktioniert einfach nicht. Man kommt auch nicht so richtig rüber. Es wirkt einfach nur falsch. Ich bin der perfekte Ballmann. Auf jeden Fall ganz wichtig, niemals dieses Tabu brechen. Es ist ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn ihr euch selber nicht treu seid. Damit könnt ihr euch komplett zerstören für die Zukunft oder was auch immer. Das kann ein Ausmaß haben, das kann man sich kaum vorstellen. Tipp Nummer 2. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach nur anfangt. Ihr müsst einfach nur anfangen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, vor allem in heutiger Zeit, wenn man alles perfekt haben. Man will die perfekte Audio haben, die perfekte Cam, perfekte Beleuchtung, alles Mögliche. Aber im Grunde fangt einfach an. Wenn ihr aufgebt, dann ist es vorbei. Man braucht ja nicht mal eine Base aufbauen, man braucht ja noch nicht mal irgendwas hochladen, aber man kriegt Übung, man wird einfach besser und damit erreicht man vielleicht auch irgendwann was. Vielleicht auch sogar gleich hochladen. Die ersten Videos sind vielleicht peinlich, aber nach und nach, ihr werdet besser, ihr werdet professioneller. Und im Grunde Kamera oder Handy, Audioaufnahme reicht komplett mit dem Handy-Mikrofon oder vielleicht sogar ein separates. Braves. Ja, wie so ein Braves. Und vielleicht ein bisschen Cutter-Skills. Nur minimal. Man muss das nicht, aber die meisten können komplett nicht frei reden. Ja? Also die meisten können nicht komplett frei reden. Das ist nämlich das Schwierige. Aber die ganzen Texte auswendig lernen war schwer. Man sieht es auch immer wieder bei mir in dem Video. Cut. Ich habe viele Outtakes versprochen. Das sind wirklich heftige, beschissene Outtakes. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr vielleicht ein bisschen cutten lernt. Es muss nicht mal professionell sein, aber zumindest für den Anfang, damit ihr das Video an bestimmten Stellen wirklich rausschneidet. Cut. Ihr seht es bei mir im Video immer wieder viele Cuts dazwischen. Aber dadurch wird das Video nicht in die Überlänge gezogen. Und vielleicht auch etwas kompakter. Und vielleicht gewöhnt ihr euch auch an den Blick, dass ihr euch selber seht und ja, vielleicht auch da Verbesserungsvorschläge von euch selber annimmt. Ganz wichtig. Cut. Tipp Nummer 3. Das Intimitätsprinzip. Und auch ich bin ein Junge. Jeder Mensch erzählt bestimmten Menschen Geheimnisse. Und zwar ist es ganz einfach. Einen Kollegen wirst du niemals genauso vertraut reden können, wie du mit deinem besten Freund. Und das ist auch mit dem Influencer-Leben, vor allem jetzt mit dem YouTube. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was gibt ihr von euch preis? Je mehr ihr privater geht, desto höher ist die Bindung zu eurer Community. Sind das die sexy Vorzeigeslips? Aber wiederum, wenn man mehr Preis gibt, könnte man viel mehr Schwächen zum Angreifen nutzen. Ja, Menschen sind böse, das wissen wir alle. Das ist Böses im Busch. Was? Böse? Aber je mehr Menschen davon wissen, desto mehr könnte man euch angreifen. Und natürlich ist auch dementsprechend euer Privatleben sehr, sehr, sehr durchsichtig und könnt vielleicht auch gegebenenfalls irgendwann nicht mehr abschalten. Also seid auf jeden Fall vorsichtig, was ihr mitteilt, aber seid auf jeden Fall darüber im Klaren, wie viel ihr eurer Community erzählen möchtet. Also, ich bin unsicher. Ich bin nur ein einfacher Stalker. Kann man das jetzt zum Angreifen nutzen? Na. Nummer 4. Das hängt ein bisschen mit dem ersten Prinzip zusammen, wegen sei du selbst, und zwar das Maskenprinzip. Es geht nämlich darum, jeder Mensch hat eine Maske, egal zu welcher Person oder Location er sich befindet. Zum Beispiel mit der Freundin redet man, ja, ich liebe dich auch über alles. Du hockst gegenüber deinem besten Freund, der guckt dich nur so an, what? Und dann legst du auf, ey Bruder, ey, meine Freundin ist voll geil drauf. Jeder hat einfach eine andere Maske und somit muss man sich auch im Klar sein, welche Maske man verwenden möchte für das Influencer-Leben.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Denn es ist keine Lüge von sich selber, es ist einfach eine Anpassungsfähigkeit. Wie möchtest du reden? Möchtest du jetzt doch ein bisschen voller Impact oder möchtest du lieber ein bisschen schüchtern? Ich finde es auch nicht so toll. Das kann man sich freigestalten, solange man sich halt einfach selber treu bleibt. Ich bin von Natur aus zum Beispiel ein freakiger Mensch. Ich kann eigentlich jede beschissene Emotion machen. Alter, das regt mich so auf, Mann! Okay, nee, das geht nicht. Ich bin nie wütend. Ich bin ein happy Mensch. Aber ihr solltet euch einfach im Klaren sein, welche Maske ihr aufsetzt für euer Influencer-Leben und seid doch trotzdem immer sicher, dass das euer Prinzip ist, euer eigenes Ich. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Boah. Tipp Nummer 5. Erfinde das Rad nicht neu. Ja, das erzählen auch viele YouTuber. Man braucht das Rad nicht erfinden und das stimmt absolut hundertprozentig, würde ich auch so sagen. Wenn ihr gerne zockt, dann zockt ihr. Wenn ihr gerne irgendwelche Talks macht, dann macht das. Wenn ihr gerne kocht, dann macht das auch. Es ist scheißegal. Fangt erstmal an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist nämlich der Knackpunkt. Ihr müsst euch auf jeden Fall drauf spezialisieren. Irgendwann ist es ganz wichtig, dass ihr sagt, ah, ich möchte doch Richtung Kochen gehen. Ich möchte doch vielleicht irgendwie doch die Pranks machen von Leo Mascher. Was auch immer. Oder sonstiges. Ihr könnt euch frei entfalten. Das ist nämlich das ganz, ganz Coole bei YouTube. Ihr dürft euch komplett jegliche Freiheiten ausnehmen, solange es nicht deren Terms widerspricht. Das ist einfach nur wichtig. Ihr werdet mit der Zeit besser, ihr werdet spezialisierter und so könnt ihr euch auch einen Namen machen. Denn jeder hat irgendwo sein Spezialgebiet. Und sagen wir es mal, KuchenTV hat hier einfach schön das Meinungsblock-Genre verändert. Wir haben JP Performance für komplette Autobereich abgedeckt. Und so geht's immer und immer weiter. So könnt ihr euch aufbauen. Ihr müsst euch einfach nur irgendwann spezialisieren. Eine Art Marktlücke entdecken. So, und jetzt kommen wir zu dem geilsten Tipp Nummer 6. Also nicht wegen der Zahl selber, sondern für euren eigenen Seelenfrieden. Es ist ganz, ganz wichtig. Habt ihr Ideen? Habt ihr coole Sachen, die ihr wirklich gerne umsetzen möchtet? Schreibt diese auf. Am besten natürlich organisiert, so in OneNote, richtig cool. Da ist zum Beispiel jetzt auch mein Skript hier. Sobald ihr das aufgeschrieben habt, belästigt euch das nicht mehr im Schlaf. Ich kann davon wirklich ein Buch erzählen. Wie oft in der Nacht ich 2 Stunden da lag, wollte eigentlich schlafen, die Arbeit ruft in 3 Stunden wieder und ich konnte nicht schlafen, weil diese Gedanken im Kopf waren. Schreibt sie euch tagsüber oder auf jeden Fall nicht während der Schlafenszeit auf und werdet sie los. Ihr habt es aufgeschrieben, ihr wisst ganz genau, ihr vergesst es nicht mehr, weil ihr habt es ja wirklich niedergeschrieben. Es ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt es natürlich auch per Handschrift machen. Ihr könnt auch gerne eine Brieftaube einmal im Blog schicken, damit ihr wieder einen Brief bekommt. Wie auch immer ihr es gerne machen wollt, aber wichtig, schreibt euch das auf. Wenn ihr eine Logo-Idee habt, wenn ihr irgendein Thumbnail habt, wenn ihr irgendwelche Ideen, egal was, schreibt diese auf. Es ist verdammt wichtig, dass ihr das macht. Glaubt mir, das ist einfach nur ein Seelenfrieden für sich selber. Am besten eigentlich auch bei der normalen Arbeit könnte man das auch machen. Ist auch nice. So, und das waren die 6 geilsten Tipps ever, die man als Anfänger sagen kann. Ich hoffe, mit der Zeit werde ich noch die Tipps besser machen können, vielleicht präzisieren. Und in 1 Jahr, 2 Jahren kommt nochmal ein neues Video darüber und sagen, wie habe ich mich doch verändert zu diesem Zeitpunkt. Also erstmal, wenn ihr bis hierher gekommen seid, vielen lieben Dank, ohne Scheiß, viel Liebe geht an euch raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und damit sage ich Cheerio, Siki, go! Cut.